Aus der Internet: In China sind Leichen und Blut in Spielen ab sofort streng verboten. Das hat das Ministerium für Presse und Publikation bekannt gegeben. Es gibt nämlich jetzt neue Regeln, die ein Spiel erfüllen muss, um eine Freigabe für den chinesischen Markt zu bekommen. Und da steht unter anderem eben drin, dass es weder Leichen noch Blut enthalten darf. Außerdem sind auch Themen wie Glücksspiel in Sachen Poker und Mahjong verboten. Und auch das Setting des chinesischen Kaiserreichs ist streng tabu. Zudem guckt man in Zukunft besonders genau hin bei Spielen, die suchterregende Spielmechanismen haben. Die bekommen dann also auch keine Freigabe mehr. Diese ganze Leichen- und Blutgeschichte war bisher etwas sanfter gehandhabt. Da war es eben so, dass in den Spielen durchaus Blut vorkommen durfte. Man hat es aber dann anders einfärben müssen und dann war es eben nicht mehr Blut, sondern Schweiß oder Servogel oder Alienschleim. Jetzt darf da aber gar keine Flüssigkeit mehr zu sehen sein, ungeachtet der Farbe. Sonst kriegt das Spiel keine Freigabe. Auch diese ganze suchterregende Geschichte, das wird jetzt in Zukunft noch mit deutlich größerem Augenmerk verfolgt, um eben die chinesische Bevölkerung vor Spielesucht zu schützen. Diese Freigabethematik ist ein heikles Thema für China, denn das Ministerium hat im vergangenen Jahr für ganze 9 Monate gar keine Freigaben mehr ausgestellt. Jetzt kann man also wieder Spiele einreichen, muss sich aber an diese neuen strengen Regeln halten. Der Entwickler Human Head hat Neuigkeiten zu Rune bzw. Rune 2 bzw. Rune Ragnarok angekündigt, also das neue Rune eben. Und zwar, dass das keine Early Access Phase mehr hat, das Ganze komplett überspringt und sofort als Release-Version veröffentlicht wird. Als Grund dafür erklärt Human Head, dass man jetzt finanzielle Mittel bekommen hätte, um die Entwicklung so zu Ende zu führen, wie man sich das immer gewünscht hatte. Es ist also nicht mehr notwendig, das zusammen mit der Community im Early Access über einen längeren Zeitraum zu machen. Woher diese finanziellen Mittel kommen, das ist momentan nicht geklärt. In der Community geistern Gerüchte umher, dass es sich um den Epic Store handeln könnte, wäre ja naheliegend. Die haben in den Vergangenheit hier mehrere Projekte finanziell unterstützt im Gegenzug für eine Exklusivlizenz, aber ob es in diesem Fall auch wieder Epic ist, das ist in keiner Weise belegt. Kingdom Hearts 3 bekommt endlich seinen Critical Mode, also seinen besonders herausfordernden Schwierigkeitsgrad, und das kostenlos per Patch. Auf Twitter erklärt Tetsuya Nomura, der Serienschöpfer, aber, dass man sich diesmal ein bisschen was anderes für diesen Schwierigkeitsgrad ausgedacht hat. Bisher war es ja so, dass die Charaktere dann einfach doppelt so viel Schaden einstecken, beziehungsweise nur noch die Hälfte an Hitpoints wieder geheilt wird im Vergleich zu den normalen Schwierigkeitsgraden. Diesmal soll das Ganze aber etwas anders laufen. Wir sind mal gespannt, was sie sich da ausgedacht haben. Und auch Anno 1800 bekommt einen Patch, seinen ersten, und der sorgt dafür, dass Touristen in Zukunft spendabler auf der eigenen Insel sind. Denn die geben jetzt 50% mehr Geld aus, es rentiert sich also für Inselbauherren durchaus, die Insel schön zu bauen, damit da mehr Touristen angelockt werden. Außerdem beseitigt das Update diverse Absturz- und Desync-Bugs und sorgt auch dafür, dass die Performance vor allem in der Steam-Version besser wird. Anno 1800 bekommt weiter über den Rest des Jahres neue Inhalte, einige davon kostenlos, wie zum Beispiel neue Gebäude und ein Multiplayer-Koop-Modus. Dann gibt es außerdem noch Community-Challenges, die auch kostenlos sind, und es gibt aber auch noch kostenpflichtige DLCs. 3 Pakete sind schon angekündigt, die alle zusammen im Season Pass sind. From Software hat auch einen neuen Patch für Sekiro veröffentlicht, und der sorgt dafür, dass das Spiel ein bisschen leichter wird. Denn tatsächlich ist der Endboss bzw. der Miniboss Brennender Bulle etwas angepasst worden. Dem hat man ein bisschen weniger Leben und ein bisschen weniger Haltung gegeben, wodurch der Kampf etwas leichter zu gewinnen ist. Super leicht wird das Ganze dadurch natürlich immer noch nicht. Das Update sorgt außerdem dafür, dass diverse Absturzbugs entfernt wurden. Ein Bug wurde auch behoben, nämlich dass PC-Safe-Games einfach kaputt gehen können. Das sollte also nicht mehr passieren, und außerdem hat man auch die gesamte Performance überarbeitet. Anthem bekommt ebenfalls per Update eine neue Festung, und die heißt The Sunken. Das soll also die erste neue Stronghold seit dem Release werden. Nur wie das Ganze aussieht, das wissen wir noch nicht, denn ursprünglich wollte BioWare dazu ja letzte Woche schon einen Livestream machen. Der wurde aber verschoben auf diese Woche, und zwar auf heute. Das heißt, zeitgleich mit dem Serverdown soll es einen Livestream geben. Dann sehen wir also diese neue Stronghold The Sunken, und dann, wenn die Server wieder hochgefahren sind mit Update 1.10, ist sowohl die neue Stronghold als auch diverse andere Verbesserungen für alle Spieler kostenlos verfügbar. Das war's für heute mit den News. Die nächste Folge gibt's morgen. Bis dahin.
weiterspielen.